M plus ist das Wahre, der Rest ist Mist. Gut, dass du das sagst. Ich habe was gesehen, Leute. Ich habe was gesehen, auf dem Classic, WoW Subreddit. Ich schaue mal, ob ich das auch finden kann. Es war aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. M plus ist das Wahre. Und zwar geht es um Season of Discovery. Es wurde was rausgeschickt. Ich habe leider nichts bekommen. Und schreibt mal bitte selber rein, ob ihr was bekommen habt. Ich habe nichts bekommen und ich kenne auch niemanden, der es bekommen hat. Das Ding kann also theoretisch auch ein Scam sein. Also wenn ihr das bekommen habt von Blizzard, ja, sagen wir bitte Bescheid. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es gut finden würde, wenn es kommt oder nicht. Einerseits wäre es natürlich mehr Content. Andererseits, ne, macht das Ganze wieder ein bisschen mehr Gatekeeping und so weiter. Manche Klassen werden nicht mitgenommen und so weiter. Und zwar geht es hier drum. Ich bin nicht sicher, ob das ein Fake ist, wie gesagt. Das Ding wurde rausgeschickt. Anscheinend an einige Personen. Bitte rate, ja, man muss, ist ein Ratespiel. Nee. Also, man soll bewerten, wie wichtig es einem ist, dass SOD Discovery, Season of Discovery, diese Features bekommt. Titanrune Heroic Plus Dungeon. Was sind Titanrune Heroic Plus Dungeon? Komischerweise, dass sie das reinpacken. Also, warum packen sie Heroic Plus und Titanrune rein? Weil das sind die Dungeon, die nach Heroic kommen. Auf Wordle Classic. Das sind Dungeon, also die Heroic Dungeon, die verstärkt werden. Ne? Es wäre eine Idee, dass man vielleicht Heroic Innis oder High Plus Innis, wie man sie nennt, in Classic reinbringt. Eventuell für den Endgame Content. Naja, Skoloman, Stratholm und so weiter, wo besserer Loot kommt. Es heißt, oder, was meinst du, das ist beides das gleiche. Titanrune Heroic Plus in die gleichen Dungeon. Das ist das gleiche System. Also das ist beides das gleiche, es heißt nur anders. Also Titanrune ist Heroic Plus und Heroic Plus ist Titanrune. Das sind diese Runen, die du in Wordle am Anfang vom Dungeon aktivierst, am Anfang vom AC-Dungeon. Damit aus dem Dungeon ein Titanrune-Dungeon wird oder ein Alpha-Rune oder so heißen die, glaube ich. Und dadurch halt ein Heroic Plus oder ein Heroic Plus Plus wird. Ja. Und im Endeffekt wäre es eine Sache, die Leute spielen können. Ja, viele Leute weinen rum, dass es kein Endgame gibt. Auf der anderen Seite natürlich, ja, braucht man es. Macht es das Game more toxic vielleicht? Braucht man dann einen Dungeon Browser? Wird es zu schwer? Gibt es zu viel guten Loot da drinne, dass Raids oder so irrelevant werden? Oder andere Items? Und wie wird das implementiert? Weil Blizzard hat gesagt, sie können keine HC-Modes reinführen. In Vanilla. Weil die Technik gibt es wirklich. Auf dem Client drauf. Haben sie mal gesagt. Vielleicht geht es aber mit dieser Titanrune, mit dem Konzept. Und deswegen werden vielleicht Heroic Dungeon übersprungen. Weil Heroic Dungeon gibt es nicht. Warum sollte es Heroic Plus geben, wenn es keine Heroics gibt? Also wäre es vielleicht das Konzept, dass man am Anfang von Stratholm zum Beispiel sich hinstellt und da diesen Knopf aktiviert, damit die Mobs besser werden. Vielleicht würde das funktionieren. Also, bin mir nicht sicher. Ich habe damals in Cut angefangen und habe das eigentlich DF gespielt. Muss sagen, Vanilla ist die beste Version. Finde ich auch. Aber das ist auch, weil ich so ein Oldschool-Typ bin. Ne? Ich mag leichte Games ohne Mechanik, wo ich einfach den Kopf ausschalten kann. Aber ich bin mir nicht sicher. Schreibt mal rein, ob ihr das gut finden würdet oder nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ob ich es geil finde oder nicht. Wer hat einfach mehr Content?